Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Nachdem wir jetzt unsere Bergstrecke fertig haben, das ist ein Teil der Bergstrecke, werden wir hier eine Testfahrt machen und das gleich mit Last. Ich habe mir hier mal ein paar Wagen gekauft, 6 an der Zahl. Ich habe hier hinten die hinteren 4 mit diesen Balken aufgefüllt und da die Bretter mit denen 2. Ein Wagen wiegt 8100 Kilo von denen und die wiegen, was wiegst du? 4230. Ja, wird spannend. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen rangieren. Das heißt, wir ziehen mal nach hinten raus. Ja, läuft doch wunderbar. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß noch nicht mal, ob die Lok stark genug ist, da die 6 Wagen da nach oben zu ziehen. Ist doch eine schwere Ladung. So, das glaube ich reicht dann schon langsam vom Gas geben. Wunderbar. So, die Weiche habe ich jetzt schon umgelegt. Kann gerade wieder retour gehen. Oh, die ist jetzt schon am Kämpfen. Ah, ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Okay. Und dann können wir hier schon anhalten. So, den allerersten Wagen, den werden wir einbremsen. Gut. Und einmal abkoppeln hier. Ja, okay. Können wir eigentlich... Nee, hatten wir da eigentlich so... Wir können ja nichts anbringen, ne? An Lampen und so. Ah, der Mannschaftswagen fehlt ja noch. Ah... Kann ich mir das überhaupt leisten? Wo habe ich das nochmal gesehen? Bei P, glaube ich. 440 Fahrzeuge. Flatcar, 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 Tanker, Boxcar, Caboose. Oh, der kostet 500. Vaker. Was soll man das da? ILA. Ich hab für Baker WC1 kann ich nicht machen. Staff geht auch nicht. Was machen wir denn da für die Nummer? Irgendwas Hohes. Vielleicht 80? Habe ich durch und das beschriften? Einfach nur W1 für WK1. Die stellen. Ja, doch. Aber es wäre ein Caboose, wäre schon geiler. Na gut. W1 und BLF. Black Line Railroad. Die stellen. Kostet. Hä? Dachte ich jetzt. Hä? Wie viel habe ich? 440! Okay, hat sich das schon erledigt. Dann fahren wir halt ohne das nächste Mal, beziehungsweise wenn wir die abgeliefert haben. Okay. Und nach vorne. Tschö.
Dann machen wir immer das Licht aus. Ja, ist aus. Gut. Ah, ich sehe nichts. So dämlich, dass man hier so hoch ist. Ja, fahren wir mal so. So, da vorne ist dann schon die Weiche. Kann man da wieder umsetzen. Das war die Bremse, gell? Ja. So, drei. Und einmal die Weiche. Und die Kupplung. Und wir werden vorne schon mal das Licht anmachen. Komm, ja. Perfekt. Dann stimmt das hier schon mal. So, drei. Bremsen lösen und Gas geben. Schade, dass es halt nicht die echten Geräusche sind. Von der Lok. Und ich wollte eigentlich nochmal nachschauen, ob das Besandten eigentlich mittlerweile was bringt, aber ich glaube nicht. Ah, sind sie ja. Lauft ja. Coole Sache. So, da Handbremse hier lösen. Und dann sind wir eigentlich good to go. So, lösen. Weiß nicht, will ich so fahren oder in der Außenansicht? Ja, ich glaube, ich will in der Außenansicht fahren. Da sieht man ein bisschen mehr. So, das erste Teilstück wird mal gar kein Problem sein. Ist ja weitestgehend ja flach. Ziemlich gechillt. Ich könnte jetzt schon mal Wetten abschließen, ob ich da oben überhaupt ankommen werde in der ersten Fahrt oder nicht. Ich wette, wir schaffen es nicht, weil ich glaube, wir haben ein Leistungsproblem, obwohl die schon sehr stark ist. Ah, so eine schöne Brücke. Ja, und wenn dann die Testfahrt funktioniert, dann wäre es eigentlich mal Zeit für Multiplayer. Dann müssen wir jetzt ein paar Mal hier oben auf zur Mine fahren für die Holzsachen und das Holzlager da oben müssen wir dann auch noch füllen. Mit einer Wagenladung oder zwei. Hat da gut was zu tun. Ah, das Rot gefällt mir da auch gut. Ist auch meine Lieblingsfarbe. Und jetzt habe ich jetzt lieber ein bisschen einen blutigeren Rot.
Also ein bisschen schneller dürften die Loks jetzt schon sein. So, gleich geht's über Gigantus V1. Irgendwann mal werde ich den nochmal neu ziehen. Komm, schauen, dass ich die Spalten irgendwie wegbekomme. Aber erstmal die Strecke fertig bauen. So oder so echt schön geworden. Ah, was ein Teil. Ich habe mir auch überlegt, ob man nicht ein paar Personenverkehr irgendwie nachbauen. Dass man irgendwie so Bahnhöfe mit diesen Holzlagern oder so zusammenbastelt. Und mit den Kabusen oder mit diesen Waycars dann so Personenwagen macht und dann muss man halt da von A nach B fahren und so. Und da kann man auch gewischte Güter zugefahren, wo dann quasi Personen mitfahren würden, zumindest kann man das so ausdenken. Und wenn man gerade im Multiplayer, wow, geile Ansicht da so. Wenn man Multiplayer ist, dann kann man da quasi mit so einem gewischten Güterzug mitfahren. Naja, man muss aber experimentieren, aber so Personenhaltestellen würde ich schon gern irgendwie versuchen anzubauen. So, alles easy, alles noch dran. Oh, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht mal da ein bisschen was nachlegen. Dann schafft man es dann wirklich nicht nach da oben. Ich meine eigentlich bis da vorne, wo es dann zweigleisig wird, kann man ja richtig fette Güterzüge reinziehen. Und im schlimmsten Fall tut man sie dann vorne aufteilen. Also vielleicht mache ich da wie so ein kleines Güterterminal da vorne. Dass man da die ganzen Sachen irgendwie hinliefert und dann von da aus zu den Minen bringt. Da muss man nicht allzu weit fahren. Ja, weil dann mache ich das hier gar nicht zweigleisig, sondern hier mehrfach. Mit einem kleinen Depot oder so. Da kann man jede Sachen quasi alle abladen. Abladen. So. Und dann zieht man sie da auf. Das glaube ich echt keine schlechte Idee, weil Platz wäre hier genug. Muss es dann nur irgendwie schlau integrieren in die Kreuzung da vorne. Ja, da so. Güterterminal mit Ausziehgleisen so. Was einfallen. Alternativ irgendwo da auf der linken Seite. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Baum vergessen. Sodala, neue Gleise, finally. Lass mich keinen Baum vergessen haben, bitte, bitte, bitte. Sieht aber gut aus. Noch. Ich bin nämlich nicht alles abgegangen und hab's nochmal nachkontrolliert. Ups. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Bremse, 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 bremse. Nein! Oh, wow. Fuck. Und ich dachte gerade nur, wow, ich komme da durch. Geil. Ja, cool. Die erste Entgleisung. Ja, dann tun wir hier mal abreißen, ne? Ah, so ein Shit. Spätestens hier jetzt dann kracht.
Oh ja, da habe ich überhaupt nicht aufgeräumt hier. So, alles weg hier. So, sonst noch ein. Ja, du kommst jetzt auch noch weg. Und hier ist dann wieder sauber. Wobei, mal ganz kurz schauen. Ja, doch. Da ist sauber. Ja, dann tun wir mal wieder aufgleisen hier. Ja, wobei. Liebe Lok, was meinst du? Kannst du dich da nochmal retten? Weil so wirklich Scheps bist du nicht. Komm, fang dich wieder. Ja, geil. Selber aufgegleist. Hab ich Schwein. So. Dann machen wir das und wir tun einbremsen. Aufgleisen. Gut, bitteschön. Und ja, da habe ich das gemacht. Und bei der Lok brauchen wir es wieder. Da ist alles sauber. Alles klar. Cool. Einmal ankoppeln. Nein! Bleib da! Lok, fahr schneller! Haben sie vergessen. So, dann Bergfahrt Nummer 2. Ich bin mal gespannt, wann sie das mal mit den Schaden- und Betriebskosten reinbringen, dass man die Loks auch reparieren muss. Das wäre dann mal noch spannend vom Gameplay her. Aber gameplay-technisch hat sich leider nicht sehr viel getan, von Abwechslung her. Also im Sinne von komplexere Wirtschaft und solche Sachen. Langsam die Entwicklung, aber ja, wenigstens geht irgendwas weiter. Aber ich denke mal, Railroads Online wird dann ganz stark Konkurrenz kriegen, wenn Railroader draußen ist. Das wird dann so super werden. Wir machen demnächst mal einen größeren Academy-Stream mit echten Lokführern, die dann erklären, wie man hier Railroader spielt. Und wie das da so alles funktioniert, werde ich mal auf alle Fälle anschauen. Ah, jetzt zieht sie mal Winnie 1 hier. Ja, der ist jetzt mal ein bisschen am Schnaufen. Okay, 6 Wagen sind erstmal kein Problem. Aber das Schlimmste kommt erst noch. Eventuell könnte man nochmal jetzt 3 Wagen dranhängen, schauen, wie es dann wäre. Abhängig davon, was jetzt gleich da vorne passiert. So, da gehen wir jetzt mal im Maximum Schmackes. Da brauchen wir Schwung. Auch wenn das ein bisschen hardcore ist, da so schnell in die S-Kurve da reinzufahren. Ich hoffe, der Zug verträgt das. Ah, es sieht schon geil aus. Wie so eine kleine Bobbahn. Oh oh.
Komm, zieh, zieh, zieh rauf, zieh rauf, zieh rauf. Yes. Na okay, drei weitere, ich weiß nicht. Vielleicht ein noch oder zwei? Ich glaube, das ist die Schmerzgrenze. Ja, sehr cool. Ja, fährt sich echt gut die Bergstrecke. Fällt mir. Besser als die alte. Ah, da sieht man schon die andere Brücke. Ah, da wäre vielleicht rot geiler gewesen. Dann fällt es ein bisschen eher auf. Und der letzte Abschnitt, aber der ist seicht. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, doch. Ich glaube, da ist Lob angebracht. Die Bergstrecke ist echt super geworden. Neues, neues. Ja, da müssen wir jetzt davon eigentlich nur noch umsetzen und entschladen. Ist die Frage, ob man das in einem Rutsch überhaupt machen können. Weil ich glaube, die sind auf der hinteren Plattform. Meinte ich. Oh, ich habe die Weichen gar nicht kontrolliert. Aber sie passen eh. Sehr gut. Ah, nee. Passt. Von der Beladung her genau richtig. Balken sind hinten. Aber wir werden hier den Verband aufteilen müssen. Da wir halt hier nicht so weit reinfahren können. Ja, gut. Dann, mal entladen. Ja, wobei, wir können noch ein bisschen ziehen. Und dann sollten wir das hier entladen können. Nimmt das an? Ja, sehr geil. Das war schon. Das heißt, wir drücken die jetzt mal nach hinten. Oh, das wird ja jedes Mal eine Rangierarbeit hier. Weil ich halt hier nicht weiterfahren kann. Okay, ich glaube, so ist in Ordnung. Während ich mal einbremsen, abkuppeln und wir setzen um. Na komm. So, Steuerung einmal nach vorne. Dankeschön. Nice. Und Retour. Warum hänge ich jetzt hier fest? Was ist denn das jetzt? Warum hänge ich denn da jetzt? Was soll denn das jetzt? Hast du jetzt da... Oh, nee, habe ich jetzt wieder das eine vom Phänomen da, dass wir irgendwie so ein Geisterding haben, was mir jetzt den Weg blockiert. Och, nö. Ist doch scheiße. Machen wir das mal ganz kurz manuell hier.
Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade was. Ich glaube, das war schon. Probieren wir es gerade nochmal. Aufgleisen. Komm. Block. Ich muss gerade nochmal probieren. Einmal Retour bitte. Okay, jetzt geht's. Coole Sache. Da wäre jetzt eigentlich eine Rangierlok. Nicht mal so ungeil, die von anderen Seiten reinkommt und uns befreit. Das wäre eigentlich auch eine Option. So. Das hier vorbereiten und ankoppeln an den Verband. Das war jetzt ein bisschen zu west. So, und hier müssen wir wieder die Bremsen lösen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man hier rangieren muss. Erstmal hat ein bisschen Activity im Multiplayer. Aber es reicht, wenn wir die zwei leeren hier abkuppeln. Dann müsste es eigentlich passen, dass wir die anderen entladen können. So, bitte bremsen. Und ich werde schon mal die Weichen stellen. Das mache ich mal im Extended. Und dann können wir schon wieder Gas geben. Oder bitte bremsen. Dankeschön. Und einmal deinen ganzen Spaß hier abkuppeln. Bremsen. Danke. Hä? Okay. Komisch. Wir schauen uns mal hier hin und ich mache das mal schnell im Extended. Einmal bitte nach hinten. Neues. Einfach in einem richtigen Moment jetzt wieder bremsen. So da. Block, oh, kannst mal wieder reindrücken. Mit Maximum Schmack ist. Alt. Nein, andere Richtung. Sehr gut. Stück noch. Ah, ich glaube, ein bisschen drücken müssen wir noch. So, ich glaube, so ist gut. Einmal entladen hier. Und auch hier. Und euch bitte entladen. Ich hoffe, das reicht hier. Das schaut doch gut aus. Jetzt haben wir hier 12 und 11. Also ja gut, er geht jetzt hier natürlich schon runter, glaube ich.
Warte mal, 11. Ja, weil es hier schon am Produzieren ist. Nice. Okay, das glaube ich wäre ein Foto. Maus. Das wäre ein Foto wert. Und da haben wir das Foto gemacht. Okay. Ja, ich versuche mal in der nächsten Episode Multiplayer zu machen. Mal schauen, wenn ich da einen Freiwilligen auf dem Discord finde. Wer übrigens da noch nicht ist, kommt unbedingt drauf. Das ist ein ganz toller Server. Und dann werden wir hier ein paar Fahrten noch da oben machen. Und auch das da gehört aufgefüllt. Und mit dem werde ich halt irgendwie einen Personenbahnhof machen. Schauen, wie ich das anstelle. Ah, vielleicht mit ein bisschen überbauen und so. Irgendwas fällt mir da schon ein. Und wenn wir dann hier entsprechend die Erze haben, dann werden wir die runterbringen. Zur Schmelzhütte. Und dann geht es weiter zur anderen Mine. Wird ein Fest. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen fahren angesagt und Blödsinn machen. Und eventuell ist dann Geld da für eine neue Lok. Das wäre was. Aber bin stolz auf die. Die zieht echt ganz gut. Also, bis denn dann. Gute Fahrt noch. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.